Weißt du, wie viel Sterne stehen und wohin die Flüsse gehen? Sag, warum der Regen fällt. Wo ist das Ende dieser Welt? Was war hier vor 1000 Jahren? Warum können Räder fahren? Sind Wolken schneller als der Wind? So viele Fragen hat ein Kind. Ach Kind, komm, lass die Frage rein. Für sowas bist du noch zu klein. Du bist noch lange nicht so weit. Das hat noch Zeit. Was ist Zeit? Was ist Zeit? Was ist Zeit? Was ist Zeit? Ein Augenblick, ein Stundenschlag, 1000 Jahre sind ein Tag. Also jetzt sind es nur noch 700.000 Jahre bis zur Zeitrechnung und noch immer kein Mensch zu sehen. Aber wir kommen der Verwandtschaft schon näher. Man ist auf dem Wege zum Neandertaler. Die Entwicklung des Menschen hat einige Vorformen hervorgebracht, wie den Pithecanthrope, den Sinanthrope oder den Swancombe-Typ. Der Mensch entwickelt langsam, aber sicher schöpferische Fähigkeiten. Den Weg des Neandertalers kreuzen noch ein paar andere Typen, wie der Mann von Solo oder auch der rhodesische Mann. Aber ihr Gastspiel ist kurz, sie kommen und gehen. Die Natur hat sich noch lange nicht beruhigt und der Neandertaler ist häufig auf der Flucht in ruhige Gefilde. Er lebt in Sippen und innerhalb der Sippen wieder in Familien mit durchschnittlich 2 bis 3 Kindern. Man lebt ausschließlich von der Jagd. Viehzucht und Landwirtschaft sind noch unbekannt. Schon seinerzeit, zu meiner Zeit, wird mir klar, worin sich der Mensch von allen anderen Wesen vornehmlich unterscheidet. Er denkt und lacht. Hä? Ach so, ja, guten Tag. Oh, der ist aber gewachsen seit heute Morgen. Wo will der hin, wenn der so weitermacht? Also, ich glaube, da stimmt was nicht. Jetzt ist aber Schluss hier. Ich habe euch schon 100-mal gesagt, ihr sollt... Lass sie doch. Na, ist das nicht eine schöne Gegend hier? Ja, aber die Nacht wird kalt. Also lasst uns schleunigst Hütten bauen. Felle sind ja genug da. Und Feuer können die Neandertaler auch schon machen. Inzwischen entstehen die ersten primitiven Werkzeuge. Messerartige Steine werden zum Gerben von Fellen benutzt und zum Zuspitzen von Hölzern. Halt! Halt, warte doch! Lauf nicht so schnell! Hallo, ihr beiden. Hier habe ich was für euch. Hm? Na dann, Petri Heil. Aber dieses Wort gibt es natürlich noch nicht bei den Neandertalern. Was ist das denn? Natürlich, Kissen gibt es auch noch keine. Ja, daraus muss ich doch was machen lassen. Ja. Genau. Ja, passt mal auf, das haben wir gleich. Ich habe eine Idee. Seht ihr, so geht das. Ja, Ideen muss man haben. Da habt ihr einen tollen Fang gemacht. Was will er mit den Steinen? Das wird wieder eine seiner verrückten Ideen sein. So, tak, 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 tak. Seht ihr? Tak, 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 tak. Immer schön vorsichtig. Tak, tak.
Na, könnt ihr euch vorstellen, was man mit solchen Steinen alles machen kann? Naja, ich will ja auch nicht zu viel verlangen. Also zum Beispiel ein zweischneidiges, scharfes Werkzeug für vielerlei Dinge. Auch schon so eine Art Messer. Muss natürlich noch weiterentwickelt werden. Hey, was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Nein, ich bleib lieber hier. Ich muss arbeiten. Sehr vernünftig, mein Lieber. Arbeit macht das Leben süß. Lass ihn nur. Ich glaube, er wird mal ein großer Künstler. Oh? Dass Mütter immer so übertreiben müssen. Wie schon gesagt, man lebt von der Jagd. Zunächst werden kleinere Tiere aufs Korn genommen und später wagt man sich dann natürlich auch an größere Brocken. Das Ganze setzt eine gewisse Erfindungsgabe voraus. Intelligenz, möchte man sagen. Und der Neandertaler entwickelt allerlei Jagdmethoden, die allerdings den echten Weidmann leichter schauen lassen. Wie wir annehmen, teilen sich die verschiedenen Sippen die Herrschaft über die Jagdgebiete, was immer wieder Anlass zu Streitigkeiten gibt. Eifersüchtig wacht jeder über sein Revier. Lass das liegen. Die Tiere gehören mir. Das ist mein Jagdgebiet hier. Lasst euch nicht mehr sehen bei mir, verstanden? Also ob, na verschwindet, sonst mache ich euch Beine. Was, du? Wir haben schon welche. Ich trete gleich mal zu. Jagt mir sofort diese Mücke weg. Ich? Ja, du. Zeig mal, was du kannst. Bleib da. Na, was ist? Ist das alles, was du kannst? Hm? Darf ich die Verhandlung führen, Chef? Teilen wir das Revier, einverstanden? Wir legen gleich die Grenzen fest. Das müssen wir schon machen, Chef. Aber die Tiere bleiben bei uns. Ja, gut, einverstanden, aber die Tiere bleiben bei uns. Das ist mein letztes Wort. Nein, wir teilen. Aber wenn du willst, nimm das Größere. Na los, nimm das da. Schön und gut, aber den da drüben müssen wir verjagen. Der hat ja nicht gehorcht. Du musst ihm zeigen, wer hier der Chef ist. Mach, dass du wegkommst. Ich verjage dich. Was habe ich denn getan? Warum denn? Feigling, du bist verbannt. Das ist aber ungerecht. Ja, siehst du, man muss sich durchsetzen. Sieh mal, wer da kommt. Sieh mal. Hä? Was soll das denn? Mit dem Werkzeug ist das nicht zu machen. Dann lasst mich doch mal versuchen. Du? Bitte. Vielen Dank. Ich habe mein eigenes Werkzeug. Oh, bravo! Ja, was ist denn das? Das ist eine Arbeit von deinem Sohn. Hans, lauf hin. Er soll herkommen. Ja, ja, der Junge ist sehr geschickt. Unter meiner Anleitung, versteht sich. Für dich? Oh nein, viel zu groß für mich. Du weißt ja. Vielleicht so? Ja. Ich habe das vorhin gar nicht so gesehen, aber das ist gut. Ist ja auch mein Schüler. Hier, sieh mal. Nicht schlecht. Wie ist das? Du wirst immer besser. Aha.
Also was soll ich sagen? Die Sache entwickelt sich und eine Idee jagt die andere. Es bleibt ja auch noch eine Menge zu erfinden. Mit der Bekleidung liegt es noch sehr im Argen und die Waffentechnik für die Jagd ist auch noch nicht auf dem letzten Stand. Oh, spitze. Hey. So, jetzt ist aber Schluss mit der Modenschau. Hier, komm, mach dich nützlich. Hol was zu essen. Ja, Mama. Beeil dich. Den Anbau von Gemüse oder Getreide kennt man noch nicht. Und so pflückt der Neandertaler wild wachsende Beeren und buddelt nach allerlei Wurzeln, von denen es sehr schmackhafte Sorten gibt. Oh! Da! Das sieht ja ganz nach einer Verlobung aus. Der Freier wird akzeptiert und der verbannte Jäger ist in eine neue Sippe aufgenommen. Oh. Das neue Mitglied der Familie ist gleichberechtigt und genießt den Schutz der Sippe. Freud und Leid werden nun brüderlich geteilt. Was machst du denn hier? Dich habe ich doch verjagt. Hast du mich etwa nicht verstanden? Beachtest du so meine Befehle? Was? Und nun zu dir. Du wirst meine Frau. Mach, dass du wegkommst. Grober Klotz, ich hab schon einen. Was denn? Und bei dem bleib ich auch. Soll ich mit ihm reden? Ja, die Überraschung ist perfekt. Das ist sozusagen der Funke ins Pulverfass. Aber das mit dem Pulver kriegen wir erst viel später. Los, komm schon. Ja, fix, sonst helfe ich nach. Das schöne Fleisch nicht mehr zu genießen, man kann es wegschmeißen. Schade. Das ist aber komisch, das schmeckt ja viel besser als sonst. Komm, probier mal. Darf ich mal? Komm. Ja. Es schmeckt nicht nur viel besser, es ist auch viel besser für meine Zähne. Es geht nicht. Probier du einmal. Bravo! Oh, ich wusste es doch, es funktioniert. Ein ganz klarer Fall. Funken, Funken machen Feuer. Und Feuer macht zartes Fleisch. Wunderbar. Ja, ja, das war ein erster bedeutender Schritt in das Gebiet der Kochkunst. Die Zeit vergeht, aus Kindern werden Leute und Leute kriegen Kinder. Und das ist gewissermaßen die Wiege des gediegenen Handwerks. Kommt mal einer her und macht Feuer. Mal hier. Was soll denn das? Kann man nicht brauchen. Mm-mm. Oh. In den späten Abendstunden kommen einem ja manchmal die besten Ideen.
Maestro. Maestro, sag mal, was macht man denn damit? Ja, siehst du, jeder Strich bedeutet einen Tag. Und die runden Dinger sind der Mond, wie er zunimmt oder abnimmt. Und so kann man rechtzeitig die kalte Jahreszeit erkennen und die Zeit der Jagd. Die Jagdmethoden verfeinern sich und der Neandertaler beginnt damit, den Tieren Fallen zu stellen. Komm, wir gehen mit. Kommt hier lang, gegen den Wind. Der ist aber groß, was? Ja. Seht mal, er geht genau in die Falle. Ruhe. Hat sich geopfert. Ja, das hat er. Die Neandertaler begraben ihre Toten und entwickeln auch Beerdigungsriten. Zum Beispiel geben sie den Toten... hilf doch einmal da drüben den Kindern. Was wollte ich sagen? Ach ja, zum Beispiel geben sie den Toten Beutestücke mit ins Grab. Es wird allerdings auch behauptet oder vermutet, dass sie sich gelegentlich selbst verzehren. Solche kannibalischen Vorwürfe kann ich weder bestätigen noch dementieren. Naja, fürs Erste kann man mal sagen, heile Welt, oder wie man das so nennt. Es wird kalt, sehr kalt. Und wärmende Kleider oder ein Feuerchen wird die Neandertaler nicht mehr schützen. Die Vögel ziehen ab und auch die wilden Tiere bleiben aus. Also ich verstehe das alles nicht. Die Jahreszeiten sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Eine neue Eiszeit ist im Anmarsch. Aber woher soll man das wissen? Maestro, sieh doch mal. Sie werden nicht reif. Tja, wie es der Dichter später mal formulieren wird. Im Ganzen ist man kummervoll und weiß nicht, was man machen soll. Schnee? Ja, hat man denn sowas schon gesehen? Das sind ja ganz neue Sitten. Leider, leider muss man sagen, das ist der Anfang vom Ende. Das Eis breitet sich aus, es vertreibt die letzten Tiere und damit auch die letzte Nahrung. Versteht ihr das? Was ist hier los? Ja, ich fürchte, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Sieh mal, es wird immer mehr. Also Richtung Sonne. Wir müssen uns entscheiden. Mm-mm. Oh. Ah,
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es gibt überhaupt nichts mehr zu essen. Komm. Die Lage wird langsam hoffnungslos. Die Sippen lauern einander auf, um sich gegenseitig die letzte Nahrung abzujagen. Oder sich beziehungsweise eventuell selbst. Lassen wir das. Pass auf, ich locke es in die Falle, hol du uns zwischen die anderen. Los. Ja, das ist... Wer anderen eine Grube gräbt, schaut auch mal rein. Kommt nicht so! Und das holt wird Vergnügen. Zieh mich raus, zieh mich raus, zieh mich raus! Ja, das ist lieb. Nein, lass mich. Die sind ja ekelhaft. Jetzt gehen sie alle. Viel zu spät entschließen sich die Neandertaler, der Kälte zu entfliehen. Sie haben keine Chance mehr. Nur vereinzelt gelingt es ihnen noch, ein Stück Wild zu erlegen. Es ist ein Bär. Na, das ist doch wunderbar. Wir müssen ihn ausräuchern. Mach dein Feuer. Was soll denn das werden, mein Kleiner? Etwas zum Spielen. Hey! Hey! Ja, toll! Maestro! Wach auf, Maestro! Hey! Maestro! Unser Maestro hat uns verlassen. Er ist auf eine lange, lange Reise gegangen. Tja. Aber Maestro, wie kannst du uns das antun, gerade jetzt? Dieser Tod hat ja wohl mehr symbolische Bedeutung, sonst könnte ich kaum darüber berichten. Tatsache ist, dass die Neandertaler nicht mehr überleben konnten. Ungefähr 35.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung sind sie ausgestorben. Oder vielleicht sollte man besser sagen, aus ihnen hat sich der Homo sapiens emanzipiert. Ungefähr 100.000 Jahre haben sie das heutige Europa bevölkert. Und ein neuer Mensch wird kommen, unser direkter Vorfahr, der Cro-Magnon-Mensch. Doch davon mehr beim nächsten Mal. Wenn ihr mich wiederseht, ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Ein Augenblick, ein Stunden.